Ich habe mitgezählt. Erstmal, oh hey, was geht ab, Leute? Hong hier. Heute reden wir über meine Arenen oder Arenen allgemein. Wer von euch mitgezählt hat, der weiß, ich habe 100 Gold-Arenen. Dementsprechend perfektes Timing für dieses Video hier. Ja, 100 Gold-Arenen sind an sich nicht wirklich viel. Ich habe auch relativ spät angefangen. Kurze Story, kleine Hintergrundgeschichte, wieso ich angefangen habe mit den Gold-Arenen. Relativ spät, Ende 2018 erst. Hatte mich ursprünglich nicht wirklich gereizt. Ich mochte das alte Arena-System viel, viel mehr. Darüber kommt demnächst auch noch ein Video. Hat mir so viel mehr gefallen. Das neue Arena-System überhaupt nicht gereizt. Auch die Orden eigentlich überhaupt nicht. Die einzigen Arenen, die ich auf Gold hatte, waren halt die in meiner Umgebung, auf dem Arbeitsweg, in der Arbeit und das war's. Ja, und das war so eine Zeit, da war halt nichts los in Pokémon Go. Das war echt richtig, richtig öde. Ja, und dann dachte ich mir, okay, hey, die Nachbargebiete hier, die Nachbarschaften, die meisten Arenen hier habe ich auf Hälfte Gold. Drei Viertel fehlt halt echt nicht mal viel, weil das sind hier die Nachbargegenden. Eine Station weiter zum Beispiel, da hat man schon ab und zu geradet. Da war man halt nicht immer unterwegs, aber hier und da hat man schon geradet und das hat sich schon summiert und ja, fast Gold. Dachte mir, ja okay, mache ich die auch noch auf Gold und dann hat mich irgendwie das Fieber gepackt und ich habe das Gebiet immer weiter ausgebreitet, bin nach oben eine Station noch gefahren, habe die Arenen dort gemacht, bin eine Station runtergefahren, habe die Arenen gemacht, dann noch eine Station runter und so weiter und so fort. Ja, und so läuft es jetzt die letzten 8, 9 Monate, irgendwie sowas. Ist auf jeden Fall ganz witzig und momentan so mein Hauptmotivator im Spiel. Machst ein bisschen anders als die meisten Arena-Spieler. Die meisten Arena-Spieler versuchen einfach so viele Gold-Arenen wie möglich zu sammeln. Ich habe ein Limit. Mir ist egal, ob ich jetzt 300, 400, 500, 600 oder 700 Gold-Arenen habe. Ich habe meine Gebiete hier in München. Die will ich abklappern. Ich blende euch mal einen Screenshot von München einen Moment. So. Also ich habe auf jeden Fall nicht vor, ganz München und Umgebung auf Gold zu bringen, weil es sind viel zu viele Arenen. Das ist eine Lebensaufgabe, würde ich mal sagen. Insbesondere, da man eh nur 1000 Arenen speichern kann im Spiel. Danach werden sie eh wieder vergessen, also das bringt überhaupt nicht. Aber ich will halt so Gebiete, die Arenen in den Gebieten, wo ich halt oft bin, wie zum Beispiel hier zu Hause, die Nachbarschaft, eins rüber, eins runter. Gegenden, wo ich halt privat oft bin, Schwabing zum Beispiel, Uni-Gegend, da wo ich studiert habe natürlich. Das Spiel kam erst raus. In meinen letzten Semestern hatte ich natürlich nicht viel Zeit, um dort die Arenen zu machen, sondern habe da meine Bachelorarbeit geschrieben. Aber die Gegend muss natürlich noch auf Gold gebracht werden. Stachus, Marienplatz, Odeonsplatz, Münchner Freiheit. Also die Gegenden, wo man halt privat auch oft ist. Das heißt natürlich auch so Gegenden wie Haggers, Leim, Riem, Perlach, da wo ich halt nie bin. Da werde ich auch keine Goldarenen machen. Ich habe mir jetzt mal als Vorbereitung auf dieses Video alle Arenen angeschaut. Ich habe versucht, die zu zählen, aber ich habe so oft den Faden verloren, also das ist nicht möglich zu zählen. Wie viele Arenen in dem Gebiet sind, die ich auf Gold haben will,
Es sind, glaube ich, um die 400. Ich habe halt erst 100 Gold erwähnt, also erst ein Viertel. Würde man meinen, aber die anderen Arenen habe ich ja schon angefangen. Das zeige ich euch gleich noch. Und wenn ich das fertig habe, dann war es das mit den Gold Arenen. Ich denke, 2020 werde ich damit fertig sein, so wie es bisher momentan läuft. Vor allem, wenn mal wieder ein Arena-Event kommt, mit den Doppelpunkten auf den Arenen. Da werde ich krass abgehen, da werde ich echt jeden Raid machen und da wird auf jeden Fall eine Menge gemacht für mein Ziel. Aber schauen wir uns mal die Arenen an. Ich zeige euch ein paar Arenen, wo ich richtig gelitten habe, wo ich nie drin gesessen habe. Arenen, wo ich null Kämpfe gemacht habe, Arenen, wo ich null gefüttert habe. Das ist natürlich meine Home-Arena, bevor ich Gold-Arenen gemacht habe, habe ich hier einfach alles reingefüttert. Dementsprechend leider unnötigerweise 2000 Bären. Es hätte auch eigentlich 0 Bären sein können und die 2000 Bären hätte ich in irgendeine andere Arena reinstecken können. Die Gold-Arena, wo ich am kürzesten drin saß, ist in Parsing, da wo die gesponserten Module sind. Direkt in der Mitte, wo alle vorbeigehen. Dementsprechend saß ich da nur 15 Stunden und 23 Minuten drin. Und hab da immer reingefüttert, viele Raids gemacht und natürlich immer beim Vorbeigehen ein bisschen gekämpft. Dann diese Arena hier, direkt neben der Uni, habe ich kein einziges Mal gekämpft. Da sitzt irgendeiner, das ist der Yoga-Bereich, da sitzt glaube ich irgendeiner drin, von drin kommt man ran. Der ist gelb und der macht immer die Arena platt. Und jedes Mal, wenn ich da vorbeigegangen bin, habe ich mich halt reingesetzt, weil gelb ist selten auf Max voll 6. Da gab es fast immer Platz und da habe ich mich reingesetzt. Ansonsten kann man hier sehen, ich blende mal ein bisschen durch. Ich habe so im Schnitt um die 600 Bären immer reingefüttert in der Arena. Kommt auf das Gebiet an. Um die 8 bis 10 Tage drin gesessen und dann um die 200 bis 300 Kämpfe gemacht. Da. Ich weiß jetzt nicht, wie der Schnitt bei den anderen so ist. Aber bei mir ist es halt. Das ist so eine typische Arena. Ein paar Raids drauf gemacht. Um die 200 Kämpfe gemacht. Um die 10 Tage drin gesessen und um die 500 Bären reingefüttert. Das ist so bei mir so echt der typische Standard. Könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben, wie es bei euch so aussieht. Mit der Statistik ungefähr, mit dem Durchschnitt. Weil ich stelle mir vor, andere Farben, da sieht es ganz, ganz anders aus. Weil ich sitze sehr selten irgendwie lange in der Arena drin. Vor allem, ich laufe immer alleine rum. Hätte ich eine Arena-Gruppe und wir würden uns direkt 6 Gelbe reinsetzen, sähe es vielleicht anders aus. Dann würde ich nicht direkt wieder gekickt werden wahrscheinlich. Und als Rote und Blau würde ich wahrscheinlich viel, viel länger drin sitzen. Ich müsste viel weniger füttern, raiden und kämpfen. Also eure Statistik unten in die Kommentare. Und natürlich, wie viel Gold-Arena ihr habt. Das würde mich natürlich auch interessieren. Und ob ihr da aktiv seid mit dem neuen Arena-System. Also neu, das ist ja eigentlich auch schon Ewigkeiten her. Und bevor ich es vergesse, viele fragen mich immer natürlich, was bringt Gold Arena? An sich gar nichts, außer mehr Items kommen aus den Stops dann. Und früher hat Niantic gesagt, Gold Arena erhöhen die Chance auf X-Rate Arena, X-Rate Einladung, aber das ist totaler Schmarrn und ich glaube Niantic hat dazu nie Stellungnahme genommen, dass es halt totaler Schmarrn ist. Niantic, was ist da los? Dann natürlich zeige ich euch noch die Arena, die ich gerade in Bearbeitung habe. Ich mache ja nicht ein Gebiet, mache das komplett Gold und dann das nächste Gebiet, sondern an sich ständig jede Arena von meinem Gebiet, also von meinem großen Ziel. Da versuche ich wirklich jede, also nicht jede, aber versuche da einfach unterschiedlich. Vor allem, wenn man zu lange in einem Gebiet ist, dann fangen die Leute an, das zu bemerken und manche fangen dann an zu weinen, wie Hohenzollernplatz. Grüße gehen raus. Dementsprechend nicht immer jeden Tag in dasselbe Gebiet. Und ja, das mache ich jetzt das nächste Jahr noch. Bis dann alles von meinem Zielagen auf Gold ist. Aber hier könnt ihr sehen, viel Agen kurz vor Gold. Da müsste ich einfach nur einmal vorbeischauen, aber wieso sollte ich? Da wird man sicher irgendwann mal raiden oder sowas. Also muss ich jetzt nicht extra Kampf auf Gold bringen. Also sehr viel hier, was gerade in Bearbeitung ist. Und es geht runter bis. Ja, ich würde schon sagen, bis zu den Silbernen. Die Braunen. Ja, ein paar Braune sind auch gerade in Bearbeitung noch. Steinbrunnen, Münchner Freiheit und so. Ihr seht, ich habe noch viel vor mir. Das kann noch eine Weile dauern, auf jeden Fall. 2020 bin ich abgedeckt. Da habe ich noch genug zu tun. Aber das war's von mir, Leute. Ein kleiner Einblick hinter die Kulissen, was Arenen betrifft. Hier bei mir in der Gegend. Meine Ziele, warum ich das Ganze mache. Und ja, 2020 bin ich abgedeckt mit den Arenen. Danach? Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, ob ich danach noch spiele. Wir werden sehen, aber bis dahin werde ich auf jeden Fall alle Arenen, die ich jetzt in meinem Gebiet habe, ich höre nicht auf zu spielen, bevor ich die nicht alle auf Gold habe. Das kann ich euch versprechen. Ah ja, ich habe 2 Arenen. Die sind leider entfernt worden. Das sind 2 Legacy-Arenen, die waren in meinem Gebiet. Ja, die werde ich jetzt nie auf Gold bekommen. Was an sich mir eigentlich egal ist. Das heißt, weniger Arbeit für mich. Ansonsten, das war's von mir, Leute. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr Gold Arena macht. Wenn ja, wie viel habt ihr? Und eure Statistik. Sitzt ihr lange drin? Kämpft ihr viel? Füttert ihr viel? Macht ihr viele Raids? Oder ist es so durchschnittlich, so wie bei mir?
alles unten in die Kommentare. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.